So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Nämlich, das ist ein 101 Gameplay zwischen mir und dem Styler, aber wir sehen das Ganze hier nicht aus meiner Sicht, sondern aus Stylers Sicht. Und warum kommt das Gameplay jetzt aus Stylers Sicht und warum nicht aus meiner, wenn ich jetzt kommentiere und bla bla bla. Nämlich, dieses Gameplay ist gut so eine Woche alt oder so. Und, die Gameplays, die er hier gemacht hat gegen mich, das waren ungefähr seine besten Spiele, die er gegen mich in 101 hatte, und dann hat er sich gewünscht, dass ich das aus seiner Sicht hochlade, mit mir als Kommentator. Währenddessen hatte den First Strike gemacht, hatte relativ gut erspielt. Dann jokte ein bisschen auf mein S2. Ich bin sein Cordy, hat gedroppt, nade mal so ein bisschen Ring 2. Er denkt sich, ob ich vielleicht Ring 2 gehe. Aber dann geht er doch lieber auf sein eigenes Battlefield zurück und sucht mich da irgendwo. Die Nade von mir war richtig gut geworfen. Ich habe ihn zwar One-Shot gemacht, aber dann bin ich wieder zurück auf seine Street gegangen, weil ich nicht gedacht hätte, dass er wirklich auf den Jump-Up hochgeht. Und dann gibt er mir den sicken Quickscope zum zweiten Kill. Da pickt er meine Snipe auf, geht zum Ring, geht dann auf meine Street, sieht mich dann am Jetpack, springt hoch und ja, und er stirbt. Gut, endlich mal ein Kill wieder von mir, ne Leute? Gut, gibt mir ein paar Shots bei Ring 3, geht dann zum Medipack, pickt es auf. Na, und wo ist denn jetzt der MLG Random? Da bin ich seine Rocks. Gibt mir so zwei Shorts, wie auch immer. Und dann gehe ich einfach auf seinen Rock und gebe ihm den Easy DMR Headshot. Und jetzt bin ich auf seiner Flag gegangen. Er spawnt neben der Sniper Ramp. Geht hoch zu seiner Flag. Jokes ein bisschen so mit seiner Nate. Na, und wo bin ich jetzt, Styler? Und das war relativ schön ausgeplayt von mir. Schönen Schuss in seinen Hinterkopf und gleich der Spawnkill hinterher zum 4:2. Und jetzt spawnt er Cordiat. Wo gehe ich hin? Ich bin seine Street. Er gibt mir die ersten vier Shots, dass ich One-Shot bin. Und ja, joke da so ein bisschen mit der DMA, aber hat mich ja noch down. Die Sniper hat noch 5 Schüsse, sehen wir gerade. Und jetzt guckt er, ob ich den Rockspawn bekommen habe. Geht auf mein Carbine, schaut jetzt S2 und sieht mich auf der Street. Guck nochmal, ob ich vielleicht noch rausjumpe oder so. Jetzt gehe ich auf seinen Carbine. Ah, okay, ich habe ihn gesehen. Habe schon einen Warnschuss gegeben. Und da jumpt der Styler hoch. Will mir einen Short geben, aber kassiert. 5:3 für mich. Dann will mich der Styler voll im Carbine wegbekommen. Also schießt er mich One-Shot. Und jetzt wäre die Chance, wirklich reinzupushen. Das war kein Bloodshot. Ich habe es mir im Kino angeguckt. Er hat einfach irgendwo in die Luft hingeschossen und es hat irgendwie bei mir als Bodyshot connected. Aber es war kein Bloodshot. Ich habe mir die Spiele vorher schon angeguckt, ob das wirklich Bloodshots waren oder nicht. Da schießt sich ein One-Shot. Er weiß nicht, wo ich bin. Aber der Styler weiß nicht, dass ich niemals jace. Also ich bin wirklich niemals so einer, der immer jace. Also ich jace wirklich sehr, sehr selten in 101. Da kommt erstmal der Jump, Quickscope, damit der One-Shot ist airdropped. So, der Shotty Hole pickt sich die Plasma-Pistol. Und was hat er jetzt mit der Plasma-Pistol vor? Legt die Plasma-Pistol auf. Steckt sie jetzt wieder weg. Versucht dringend Tree hochzugehen. Und jetzt ist er leider durch meine Diamant-Shots gestorben, weil ich seine Flag war. Und ja, wie vorhin, gleich mal der Spawnkill hinterher zum 8:3. Ich werde gleich noch ein Game hochladen. Das war viel besser aus seiner Sicht gegen mich. Aber ihr werdet es ja schon sehen, ne? Gut, da hat er mich gekillt, die Sniper ist leer, warum er mich da jetzt geschlagen hat, weiß ich auch nicht. Das sollte halt eine Warnung sein, dass ich niemals wieder ihn spawnen können soll oder so. Keine Ahnung, gibt mir ein paar Shots, während ich Street bin. Und dann kriegt er die Godnade in seine Face und dann pushe ich über Ring 1 und gib mir den AZ Headshot. Achso, das war sogar noch ein Headshot, oh, sehr gut. Er schaut, ob ich meine S2 gegangen bin, bin ich auch wirklich, er schießt mich One-Shot. Und er joked ein bisschen mit der DMA. Styler, was machst du da? Dann, diese Situation war sehr lustig. Ich habe mich selber genadet und war weak dadurch. Und dann, ja, gibt er mir nur noch einen Schuss. Und dann zerfick ich ihn trotzdem, weil ich ein Glück hatte mit der Sniper. Jetzt bin ich seine Street. Er gibt mir 3 Shots. Was macht er jetzt? Springt dann zum Battlefield. Hallo. Und dann kassiert er den No-Scope-Headshot. Dann bin ich wieder Ring 2 gegangen. Schau auf die Rocks. Das spawnt er wirklich. Er gibt mir ein paar sehr gute Shorts. Ich bin One-Shot Street. Und dann bin ich One-Shot Cordiat.
Er nadet den Stuhl, weil er dachte, ich gehe da hoch. Joked ein bisschen, joked ein bisschen. Der Schuss war sehr, sehr knapp an seinem Face vorbei, aber er killt mich doch noch am Ende. Ein Schuss noch mit der Sniper. Er kann sich glücklich schätzen, dass ich ihm so viel Schuss mit der Sniper gelassen habe hier, ne? Sieht mich auf der Street. Okay, gibt mir den wirklich easy Headshot zum 6. Kill. Schaut, wo ich gespawnt bin. Schießt sich im One-Shot, gibt ihm ein paar gute Shots. Er musste abhauen. War auch eine sehr gute Entscheidung von ihm. T-Back neben dem Jump-Up geht dann hoch. Schaut in den Ring, da bin ich auch. Und das war wirklich sehr, sehr gut von mir geplayed, weil ohne Witz, als ich mir das selber von seiner Sicht angeguckt habe, dachte ich wirklich auch, ich bin gedroppt, aber nein, ich bin Ring-Tree gegangen. Und jetzt geht's gleich weiter. Und wir beide sind auf der Street, geben uns ein paar Shorts. Und da wird er am Ende doch noch gekillt. Er spawnt Rocks. Schaut seine S2. Nadet ein bisschen failig. Ich habe seine Sniper aufgepickt. Joke ein bisschen. Oh, und immer noch am Joken. Und der Styler joked aber auch. Also, passt das schon. Ich bin One-Shot, er ist Full-Shield. Was macht er jetzt? Er dachte wohl, ich bin gedroppt bei Cordiat. Guckt sich auf der Street jetzt um. Und nein, ich habe ihn ausgeplayt und bin auf sein Battlefield runtergesprungen. Er geht zu Shotty Hole. Holt sich die Plasma-Piste, lädt sie auf. Das sollte ich, das hätte er lieber nicht machen sollen, denn ich habe ein Gaming-Herz und ich höre das. Schießt einfach irgendwo random mit der Plasma-Pistole hin. Ich komme von hinten, patsch ihn doppelt. 40-6 und jetzt kommt vielleicht das Spawn-Kill zum letzten Kill. Nein, das spawnt Flag statt in den Rocks. Gib mir die ersten zwei Shorts. Ich jump raus. Joked. Steil, Alter. Hör mal auf, zu hart zu joken, Alter. Gib mir ein paar Shorts. Ich gebe ihm einen Quickscope, zum, damit der One-Shot wird, aber er killt mich trotzdem. 14-7. Er hat die Sniper mit einem Schuss. Was macht er damit? Geht zum Ringtour. Sieht mich an den Rocks. Ich, das habe ich mir auch im Kino angeguckt. Das war kein Bloodshot. Das war in die Schulter geschossen. Also läuft alles noch gut. Also nicht, dass irgendjemand sagt, dein Host ist wirklich kacke. Und da macht er den leicht den zweiten Kill. Was soll das werden, Styler? Ein Comeback oder was? 14-8. Da wollte er mich leider spawnen. Kill. Hatte aber keine Sniper, sondern wie immer. Also konnte er das auch direkt vergessen. Ich mache ein paar Faxen an den Rocks. Und er ist One-Shot und ich bin weak, glaube ich, in den Rocks. Er droppt, kassiert die sehr gute Nate von mir. Sieht mich nicht in den Rocks. Nimmt dann die Plasma-Pistole, geht über Shot-Hill. Und was mache ich da? Ich schneide ihn den Weg ab. Versucht sich irgendwie noch mit der Plasma-Pistole zu One-Shot zu schießen. Schafft es aber nicht. Und damit ist das Spiel vorbei. Und wir sehen uns gleich im nächsten Game.